herzlich willkommen hier bei uns im Jugend- und Kulturzentrum Corner zum Akustikcafé Volume 7. Ja, genau, zum siebten Mal sind wir jetzt hier und veranstalten das Akustikcafé. Wir haben das Pech, ja, beziehungsweise vielleicht hat Österreich auch das Glück, ja, dass Fußball gespielt wird heute Abend, aber wir sind hier zum Konzert und ich begrüße ganz herzlich den Chris May. Hallo. Bei uns auf der Bühne. Chris, wir hatten selten so viele Kabel, Instrumente, Räder auf der Bühne. Ja, das ist einer meiner Schwächen. Ich finde, das ist keine Schwäche so, ja. Aber ich habe über die letzten Monate, Jahre, ja, doch schon, deine Karriere ein wenig verfolgt hier in Salzburg. Deswegen bist du auch da, weil ich wollte dich gerne hier haben. Voll, ja, freue mich. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Und eine Frage. Die Partnerschaft mit dem Jorge, der Jorgo oder Jorge? Jorgos. Jorgo, ja. Der da hinten an der Bar steht, der ist jetzt leider nicht im Bild. Ja. Diese Partnerschaft mit dem Cello. Mhm. Wie kam die zustande? Das ist eine lustige Geschichte. Im Endeffekt haben wir zu zweit in einer Pop-Folk-Band gespielt. Ja. Das hat sich zerschlagen und von dem Zeitpunkt an waren wir dann zu zweit am Weg. Und seit wann spielt ihr zusammen? Seit Jänner diesen Jahres. Was ist geplant in Zukunft? So viel wie möglich Konzerte und wir haben vor, dass wir im Winter das zweite Album aufnehmen. Wie soll das heißen? Das wissen wir noch nicht. Das wisst ihr nicht. Wir wissen gerade mal, welche Songs da raufkommen. Okay, wie können sich die Leute ganz einfach schlau machen? Ja, wie findet man euch im Internet? Am besten unter www.chrismay, so geschrieben wie der May auf Englisch.at oder sonst auf Facebook oder YouTube Chris May einfach eingeben, dann findet man mich sofort. Wenn wer Gitarrenunterricht oder Didgeridoo-Unterricht haben möchte, einfach anrufen oder Bescheid geben. Cool. Geil. Coole Werbung. Voll, so, ich schaue ja, immer da rein. Ne? Das passt schon. So, was ihr macht, ist das Weltmusik? Ist das Ethno? Was ist das? Ich würde sagen, es ist Blues, Folk und ein bisschen was dazwischen. Das würde ich, so würde ich das beschreiben. Ja, genau. Ein bisschen in die Country-Richtung. Hauptsächlich ist es Blues, American Folk und ein bisschen mit irische Einflüsse, australische Einflüsse. Wie eben Didgeridoo und so weiter, Slide-Gitarren, genau. Okay, ich bedanke mich recht herzlich für diese Infos. Ja. Gerne, danke. Und euch wirklich den Genuss, heute Abend hier die beiden auf der Bühne zu haben. Ich freue mich unheimlich. Ja. Euch viel Spaß und Dankeschön. Ihr beginnt ja auch dieses Konzert heute, beziehungsweise das Akustikcafé. Öffnen. Okay? Genau. Gut. Thank you.
So, danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören, gefällt mich sehr. So, da sind wir heute beim Akustik Corner in Itzling und freue mich, dass ich da heute spielen darf. Wie gesagt, ich bin der Chris May, Singer-Songwriter aus Salzburg und wir werden heute, oder ich, jetzt dabei nur allein, werden ein paar Nummern zum Besten geben. Und zwar mache ich recht viel Blues und Folk. Das ist eben was ein bisschen so dazwischen ist. Country, Bluegrass, ein bisschen Irish. Genau. Die nächste Nummer heißt Follow Your Dreams. Das sollten wir alle machen. Nicht immer nur den Träumen hinterher jagen, die dann aber nicht realisierbar sind. So,
dass am besten man hat, wenn man Träume hat oder Wünsche hat, dass man, dass sie die erfüllen, dann würde ich sagen, man muss auch irgendwo freilassen, ja, dass sie sich entfalten können. Und genau darüber geht dieser Song. Follow your dreams. Follow your dreams, just make each right and hold.
darf ich meinen Cellisten an die Bühne bitten, Jörgos Gudonjadis aus Griechenland. Großen Applaus bitte. Right. Ja, das sind ja Eberlein da. Nice. Freut mich. Das hat um 8 Uhr noch ganz anders ausgeschaut. Gut, die nächste Nummer, die wir spielen, heißt, jetzt schon vielleicht vorher ein bisschen, um was geht. Eigentlich geht es hauptsächlich um die Natur, um unser Öko-Naturverständnis in der Gesellschaft, was ja teilweise leider überhaupt nicht da ist. Und um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich die Nummer geschrieben und die heißt Pachamama. Und zwar ist das Spanisch und heißt Mutter Erde, ja. War letztes Jahr einen Monat in Kolumbien, ein bisschen reisen und so. Und da ist zum Beispiel Standard, dass die Leute, wenn sie Bier trinken auf der Straße, immer ganz lackerl für die Pachamama am Boden landen. Kennt man bei uns eher. Und das finde ich voll die schöne Geste, ja. Das geht da halt nicht, weil wir haben da eine Materialschlacht auf der Bühne. Aber ihr könnt es machen. Genau, dazu sage ich vielleicht auch noch, ich bin ein Gitarrist, der fast nach jeder Nummer die Gitarre wechselt, beziehungsweise die Stimmung wechselt. Ich spiele nicht mit Standard-Tunings, sondern mit Open-Tunings. Das heißt, man stimmt die Gitarre so, wie wenn man jetzt, wenn man nichts greift, dann klingt zum Beispiel ein Akkord. Ja. In dem Fall war das jetzt D-Dur. Ja. Thank you.
turn your face and take time to breathe. Who does care for the sick? So speak out, speak out loud, for the things that make you proud. Monitor, bitte, Fabian. Das war lieb. Aber ich würde die Leute der ersten Reihe bitten, vielleicht sind sie ein bisschen leiser unter die Nummern. Das war ganz lieb, vor allem wenn man dann nachher noch selber spielt. Da. Okay. Das war voll lieb, das darf ich wirklich nicht finden. Ansonsten kann man auch ein bisschen zurückgehen. Oder? So, the next one, we're gonna play, bin ich auf Englisch unterwegs, nächste Nummer heißt Blue Highways und ich glaube, keiner von euch hat bis jetzt noch so eine richtig alte Blues-Nummer mit Cello gehört, deswegen, here it is, Blue Highways. Thank you.
Gut, wie geht's euch? Alles cool? Alles cool? Ja. Sehr gut, schau, da, der macht's euch vor! Okay, na. Gefreut uns, dass wir spielen können und gefreut uns auch, dass der Sound super ist, soweit passt wirklich gut. Wenn man auch ein bisschen auf manch anderen Bühnen auch unterwegs ist, dann ist das nicht selbstverständlich. Also danke schon mal im Voraus, finde ich geil.
die nächste Nummer, die heißt A Lonely Thought. Und zwar ist es ja auch ein bisschen mit gesellschaftskritischem Hintergrund, kann man fast sagen. Und zwar heutzutage wird alles von Maschinen bestimmt, jeder hat nur mehr ein Smartphone in der Hand. Nur mehr der Fernseher läuft, ja, man kann alles nur mehr über den Computer regeln, das ist zum Grausen teilweise. Und deswegen habe ich den Song geschrieben, ja, weil im Endeffekt ist das mittlerweile heutzutage schon ein einsamer Gedanke, wenn man eher denkt, ja, lieber weg vom Smartphone und man unterhält sich lieber normal und nicht durch einen Messenger von Facebook. Dann kommt man vielleicht drauf, dass man doch nicht 350 Freunde hat, sondern nur 3. Aber das passiert bei manchen Leuten gar nicht wahrscheinlich. Aber genau, und deswegen habe ich den Song geschrieben, ja, dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Jo! Thank you.
rising up and falling low. The spirit's down on a foggy road. Oh, oh. I'm fading in my bones. Spots and TVs on the screen. But I'm just asking, what does this all mean? Thank you.
Dankeschön. Danke. Wir haben relativ viel Rückkopplung auf der Bühne. Kann es sein, dass das von meinem Kondensatormikrofon kommt? Okay. Jetzt war's das. alright. Bitte von der Stompbox den Hall wieder weg. Dankeschön. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was das für eine komische Gitarre ist, die ich da spiele. Die man da am Schoß spielt, ja. Sogenannte Weissenborn-Gitarre aus Australien. Und zwar war das damals, haben das eigentlich die Hawaiianer, ja, irgendwo erfunden. Und die haben das dann nach Old Mississippi, USA, haben die das gebracht. Und dann haben die ganzen Blues Guys, die damals schon mit dem Bottleneck und mit dem Real und so gespielt haben, haben sie gedacht, war geil. Die haben eine Gitarre, die sie am Schoß liegen haben und das wollen wir auch. Ja. Und dann haben sie es ein bisschen umgestimmt und dann war das im Endeffekt die Slide-Gitarre. Dann sind die Australier hergekommen und haben davon die Perfektion halt faktisch gemacht mit einer sogenannten Weissenborn-Gitarre. Die Gitarre ist komplett hohl, ja. Ist auch der Hals hohl. Und ja, klingt dann halt auch ein bisschen anders. Ne? Die Saiten haben ungefähr so eine Saitenlage, ja. Das heißt, man kann nicht abdrucken, sondern man muss mit so einem Kerl da spielen. So Eisenreal. Nennt sich Tone Bar, falls wer wissen mag. Und macht recht viel Spaß, kann ich echt sagen, ja. Also, falls irgendwer Lust hat, das auszuprobieren, kann ich wärmstens empfehlen. So. Ich muss ein bisschen kurz halten mit den Ansagen, weil wir haben nicht so viel Zeit. Nächste Nummer heißt Money Can't Rule My Will. Ich war ungefähr 10 Jahre Koch und habe ganz gut verdient, habe aber viel zu viel gearbeitet, habe überhaupt keine Zeit für die Musik gehabt und ja, deswegen habe ich die Nummer geschrieben. Money can't rule my will. Was man natürlich als Musiker sehr gut vertreten kann, weil man verdient nicht so viel. Aber der Lohn sind dann Abende wie heute, wo der Soundchain ist und die Veranstalter sich extrem viel Mühe machen. Also das genießt man schon sehr. Und ja, nice one, wenn man dann auch noch so einen guten Sidepartner hat wie ein Jörgi, dann ist das überhaupt cool. Ja, yeah. It's like that, man. Thank you.
way to work. Oh, child, it was not really worth it. Rushing through the kitchen, just working, no rest. Rushing through the kitchen, child, just working, no rest. 18 hours, mama, that's not enough. Bitte die Gitarre am Monitor ein bisschen leiser. Thank you.
schön. Danke. So. Sollen wir gleich die letzte Nummer spielen oder wie schaut's aus, Alex? Ah ja, passt. Na dann können wir nach Set spielen. Das ist so, wie wir es uns vorgestellt haben, ne? Das gefällt uns. So, lala. Ein bisschen Hall auf der Stumpbox, bitte. Ja, ein bisschen tagesaktuell zu halten, spielen wir jetzt noch eine Nummer, der den Flüchtlingen gewidmet ist, denen es leider wirklich nicht so gut geht bei uns, oder in general, es geht ihnen nicht gut. Und ich finde das halt ein bisschen lächerlich, wenn man sich darüber aufregt, dass die jetzt da sind und dass man da jetzt die durchfordern oder was auch sonst da immer muss. Und beim Spar haben wir jeden Tag Tonnen von Essen weg und Häuser stehen leer und ja. Das finde ich halt wirklich arg und deswegen denke ich, wir sollten alle ein bisschen weniger lernen, weniger zu brauchen und dann geht sich das alles gemütlich nebenbei aus. Und deswegen heißt der Song Conscience, das Gewissen. Und es gefällt mich sehr, dass noch immer so viele Leute da sind und dass ihr so brav zugehört habt. Falls wer nach dem Konzert eine CD erwerben möchte, ich habe welche dabei, liegen da hinten am Tisch übrigens. Und ja, falls wer Internet hat oder Smartphone, dann kann er gerne auf meine Homepage schauen. Die wäre chrismay.at. Und ja, danke fürs Zuhören. Und dann freuen wir uns dann noch auf die anderen Bands, die nach uns noch spielen.
some it's hard to get. Some work through the world with any regrets. They just close the border, they're wrecking all the pain. Man, I don't believe in the world's well used. Yeah, you all have thrown ourselves in the grave. Society's ways without a conscience. The things that we know might have disappeared. And then the time will come, we will see things clear. Oh yeah. Fabian, Tontechniker, und beim Alex Habitz heute für die Einladung und für die Organisation. Freut mich wirklich sehr. Finde ich echt cool. Und weil es alles so brav klatscht, spüren wir nur eine schnelle Nummer. Und zwar ist es einer der wenigen Covers, die wir spielen. Ja, wir spielen eigentlich nur eins dabei. Und das ist es. Es kennt trotzdem keiner, ja. Obwohl es ein Cover ist. Und zwar vom Al Cook. Ich weiß nicht, ob es von ihm persönlich ist, aber der hat zumindest das geilste Arrangement gemacht, was ich je gesehen habe für die Nummer. Und die heißt Going Back to Memphis. Wir waren beide nie in Memphis. Noch nicht, sagt der Gott. Aber kann ich noch kommen, nicht? So, da habe ich nur eine andere Gitarre am Start, und zwar ist das eine sogenannte Dobro-Gitarre, die aus Stahl ist, ja. Bitte wieder weg von der Stomp. Das nächste Mal komme ich mit einem Hallgerät, dann kann ich das selber regeln. So. Einmal kurz gestimmt. Thank you.
swine going back to Memphis. Lord, where I was born. Dankeschön, vielen Dank fürs Zuhören. Danke sehr.